herzlich willkommen hier bei mir auf dem grünen Sofa, lieber Herr Krebs. Hallo Frau Boll, es ist mir eine große Freude und ich bin natürlich gerne gekommen. Sehr schön. Wie würden Sie die IT-Strategie Baden-Württembergs in wenigen Wörtern zusammenfassen? Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil wir haben eine sehr komplexe Strategie. Die Strategie basiert natürlich zuerst auf der Landesoberbehörde BitBW, die als zentrales Instrument und als zentraler IT-Dienstleister im Land fungiert. Wir haben es über die BitBW geschafft, einen landeseinheitlichen Arbeitsplatz auszurollen, der voll remotefähig ist, der allen modernen Anforderungen entspricht und vor allen Dingen auch einen Zugang zu einer zentralen E-Akte ermöglicht. Serverbasiert haben wir jetzt derzeit viele gute Überlegungen zum Thema Cloud, so dass wir auch mit einer Cloud-Strategie an unserer eigentlichen IT-Strategie anflanschen werden und große Erweiterungen an der Stelle planen. Im Außenverhältnis sehen wir mit Service BW, unserem zentralen Landesportal, eine hervorragende Ausgangsposition, um uns auch für die weiteren Herausforderungen, die über das OZG, auch insbesondere über OZG 2.0, die Registermodernisierung und weitere Anforderungen an uns gerichtet werden. Und wie läuft die Zusammenarbeit mit dem zentralen IT-Dienstleister BitBW, haben Sie gerade schon erwähnt? Die läuft sehr gut. Es ist für mich natürlich eine sehr gute Position. Ich bin der Verwaltungsratsvorsitzende von BitBW und habe auch die Fachaufsicht über die BitBW. Insofern müsste man eher die Frage stellen für die BitBW, wie läuft die Zusammenarbeit mit Stefan Krebs. Natürlich haben wir Herausforderungen in unserem IT-Betrieb, wie es jeder hat. Aber ich sehe in der BitBW einen hervorragenden Partner und ein sehr gutes Instrument, die Anforderungen des Landes Baden-Württemberg zu erfüllen. Natürlich haben wir tägliche Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und jeden Tag ist irgendeine neue Sache da, der wir uns widmen und die wir zu einem positiven Ende bringen. Ich nehme Sie beim Wort dann fürs nächste Jahr. Dann frage ich die BitBW, wie läuft die Zusammenarbeit mit Stefan Krebs? Das wäre durchaus mal ein interessanter Sachverhalt. Das würde Sie auch interessieren. Das würde mich auch interessieren, ja. Sie haben in Baden-Württemberg gute Erfahrungen mit F13 gemacht. Sind weitere KI-Tools im Einsatz oder vielleicht in der Planung? Also es sind weitere KI-Tools im Einsatz und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit F13 gemacht. Das Land Baden-Württemberg insgesamt setzt sehr stark auf KI. Wir haben schon vor Jahren mit dem Cyber Valley eine KI-Strategie geplant und sind jetzt in ein Konsortium eingestiegen, das auch F13 ermöglichen soll, ein Gegengewicht zu den amerikanischen und internationalen Herausforderern in dem Bereich zu stellen. Und ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben in Service BW zum Beispiel DeepL als Sprach-KI integriert und wir sind auch mit weiteren Firmen und konkreten Anwendungen am Start. Zum Beispiel haben wir zur Abwicklung der Klageflut im VW Diesel-Skandal eine Spezialstaatsanwaltschaft eingerichtet und diese mit einer KI ausgestattet, die es dieser Staatsanwaltschaft ermöglicht hat, die Antragsverfahren mit KI zu prüfen und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und es ist so, KI ist sicherlich das Thema, das auch die Verwaltung in nächster Zeit intensiv beschäftigen wird. Sie haben in Baden-Württemberg viele Unternehmen, große, aber auch viele KMUs, für die Cybersicherheit ein wichtiges Thema. Wie cybersicher ist Baden-Württemberg? Das ist eine Frage, die ist eigentlich gar nicht zu beantworten. Die Herausforderung besteht natürlich immer darin, wenn Sie kleinere Einheiten haben, die mit dem Thema Cybersicherheit vertraut zu machen und denen auch, sagen wir, Potenziale an die Hand zu geben, wie sie sich gegen Cyberattacken wehren können. Das gilt im Übrigen nicht nur für kleine Unternehmen, das gilt auch für kleine Behörden. Wir sehen sehr viele Angriffe auf kleine Kommunen und natürlich auch auf kleine Unternehmen. Das hat uns früh auf die Idee gebracht, weil Baden-Württemberg hat sehr viele Weltmarktführer, auch sogenannte Hidden Champions, die oft im mittleren und kleineren Unternehmensbereich ohne Spezialexpertise im IT-Bereich positioniert sind. Deshalb haben wir schon vor einiger Zeit eine Cybersicherheitsstrategie des Landes entworfen und zentraler Bestandteil dieser Cybersicherheitsstrategie ist die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg, die mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn jemand Herausforderungen mit der Cybersicherheit hat. Ich würde trotzdem nicht sagen, wir sind cybersicher, weil die Herausforderungen sind täglich vorhanden. Und es muss sich jeder darüber im Klaren sein, dass es nicht die Frage ist, wann er erfolgreich angegriffen wird, nicht ob er erfolgreich angegriffen wird, sondern wann. Und früher oder später trifft es jeden. Da möchte ich auch das Land Baden-Württemberg nicht ausnehmen, auch wenn wir alles dafür tun, diesen Tag so weit wie möglich in die Zukunft zu verrücken.
Sie sind seit vielen Jahren CIO im Land Baden-Württemberg. Wie hat Sie Ihre Arbeit geprägt und wie motivieren Sie auch junge Menschen, sich für die Digitalisierung in the Land einzusetzen? Gut, ob mich die Arbeit speziell geprägt hat, das weiß ich nicht, weil ich war ja auch vorher schon in verantwortungsvoller Position im IT-Bereich eben in der freien Wirtschaft beziehungsweise bei der Sparkassenorganisation tätig. Die Frage ist, wie motiviere ich junge Leute? Ich versuche zum einen ein Vorbild zu sein und ich versuche zum anderen ansprechbar zu sein und kreativ zu sein. Jetzt habe ich die Chance, dadurch, dass ich eben im Prinzip 40 Jahre IT-Erfahrung mitbringe und sehr wohl noch ein eingeschaltetes Bit von einem ausgeschalteten Bit unterscheiden kann, habe ich durchaus die Möglichkeit, auch fachlich fundiert in Themen reinzugehen, was mir den Dialog erleichtert. Insofern versuche ich schon, einen offenen Dialog zu bieten, eine offene Türe und ansprechbar zu sein für junge Kollegen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es ist mir gelungen, vor einigen Jahren vom CIO-Magazin den zweiten Platz zu bekommen für den CIO des Jahres. Und das ist damals entstanden aus einer Idee, die einfach drei junge Kollegen in mein Büro getragen haben und ich sofort gesagt habe, hey, das ist eine gute Idee, die sollten wir weiterverfolgen, das machen wir. Und das nehme ich immer wieder als Musterbeispiel und ich hoffe, dass es mir in vielen Fällen gelungen ist, den Leuten auf diese Art und Weise Wind unter die Flügel zu blasen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Vorbildsein und für Ihre Zeit hier auf dem grünen Sofa. Gerne, es war mir eine Freude.